In dieser Übung möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz ohne Koordinateneingaben arbeiten können, indem Sie einfach nur mit Raster und Rasterfang arbeiten. Das setzt allerdings voraus, dass Sie sich das Raster erstmal passend einstellen, beziehungsweise auch den Fang, damit auch der Cursor immer an der richtigen Stelle einrastet. Um das Raster einzustellen, muss man erstmal schauen, was die kleinste Rastereinheit ist, aller der der Cursor immer einrasten soll, also so ein Rasterabstand. Und in dem Fall würde man einfach hier die 50 wählen. Das ist also der kleinste Abstand, den man einstellt. Wie kann ich das Raster einstellen? Einfach mit der rechten Maustaste hier unten auf das Rasterhilfsmittel draufklicken. Dabei ist es egal, ob Sie aufs Raster gehen oder auf den Fang. Ich gehe mal hier aufs Raster, dann auf Rastereinstellungen und gebe jetzt hier zunächst den Fangmodus ein. Also aller wie viel wird der Cursor gefangen. Das wäre dann in X-Richtung 50 und auch Y-Richtung 50. Ist normalerweise hier auch so eingestellt, dass es immer gleich ist. Das wäre jetzt der Fang, den können wir auch gleich aktivieren. Sie sehen auch nochmal hier die Funktionstaste, mit der Sie das machen können. Dann geben wir hier drüben den Rasterabstand ein. Das ist das, was Sie sehen. Das ist das, was wo so Cursor einrast. Das ist das, was ich als Raster dann immer sehe. Das schalte ich mal ein und gebe jetzt hier den Abstand auch von 50 ein. Ich empfehle Ihnen gerade als Anfänger, dass Sie das möglichst immer gleich einstellen, Fang und Raster. Ja, dass Sie das dann irgendwann mal mit den unterschiedlichen Einstellungen verwenden, ist dann eher was für schon Leute, die mehr Erfahrung haben. Ja, man sieht auch hier, man kann ja auch noch einstellen, ob das jetzt Rasterfang ist, ein rechteckiger Fang, also kartesisch oder isometrisch oder sogar polar. Dann gibt es ja noch verschiedene Rasterarten, ja, wie das auszusehen hat. Ich mache mal hier den Punktraster, möchte ich quasi im Modellbereich, möchte ich nicht sehen, das ist ein ganz normales Raster, möchte ich das sehen. Also, ihr könnt es noch einstellen, wo Sie jetzt das Punktraster sehen wollen. Hier den Abstand. Wie gesagt, dann gibt es noch Hauptlinie. Das macht in dem Fall keinen Sinn, dazu später. Und adaptives Raster heißt, dass sich das Ganze quasi immer wieder anpasst. Ja, je nachdem, wenn Sie zoomen, wird es größer oder kleiner. Hier können Sie dann auch einstellen, ob das Raster quasi innerhalb des Limiten eingesetzt wird. Sie können quasi über Limiten sich einen Zeichenbereich festlegen, wo nur dort können Sie dann zeichnen. Außerhalb des Limiten können Sie es nicht zeichnen. Und wenn Sie das aktivieren, dann wird auch das Raster nur dort angezeigt. Wir haken das mal an. Und das ist eher was für 3D, dass das dynamischen BKS entspricht, am dynamischen BKS danach ausgerichtet wird. Ja. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht, also das macht es was eher was für 3D-Geschichten dann später. So haben wir jetzt alles, ja, das sind so die wichtigsten Sachen, das gehen wir auf OK. Auch übrigens finden Sie auch noch andere Hilfsmitteleinstellungen hier, ja, Objektfang und so weiter. Aber dazu später. Die Spurverfolgung, die dürften Sie vielleicht schon kennen. Die hat man hier schon in der vorangegangenen Übung angeschaut. Wo ist die hier? Ja, gehen wir erstmal auf OK und bestätigen das. Wir sehen jetzt hier unser Raster und das ist momentan jetzt hier noch. Ja, wenn Sie wollen, fast unendlich wurde das ja dargestellt. Ja, das kann man eingrenzen, wenn man will, indem man in Limiten setzt. Der Befehl Limiten ist verdammt alt, wird kaum noch benutzt. Ich zeige ihn der Vollständigkeit halber dennoch. Und um den zu finden, müssen Sie ihn entweder eintippen, wenn Sie ihn kennen, oder Sie gehen hier oben auf Limit. Dann können Sie ihn auch von hier entsprechend angeben. Ja, oder hier können Sie auch suchen lassen. Hier das Limiten. Ja, stellt quasi einen Bereich ein, den man nur zeichnen kann. Oder Sie finden das auch, wenn Sie hier die Menüleiste einblenden. Gehe also hier auf, wo haben wir das hier, Menüleiste anzeigen. Und unter Format finden wir auch hier das Limiten. Sie können es auch suchen lassen, das versuche ich auch mal zu demonstrieren, indem ich immer das Limit eingebe. Limit, gehe jetzt hier drauf und dann auf die Hilfe F1. Ich habe jetzt hier keinen Vorführeffekt. Ja, es hat funktioniert. Und wenn Sie da drauf gehen, können Sie hier, das geht leider nicht. Ja, normalerweise gibt es hier so einen Pfeil, da kann man sich das suchen lassen. Dann sucht er quasi den Befehl und zeigt ihn dann hier oben an. Ich vermute aber mal, dass der Befehl nicht innerhalb dieser Registerkarten zu finden ist und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, nicht diesen Befehl zu suchen. Ja, ich mache es jetzt über die Menüleiste, gebe jetzt ein Format, gehe hier auf Limiten und kann jetzt hier unten das Limiten erstmal ein- oder ausschalten. Ich mache es mal ein. Und wiederhole den Befehl mit der Leertaste und gebe jetzt einen Anfangspunkt an bei 0,0 oder liegen. Und der Endpunkt, den muss ich jetzt hier ablesen, der soll bei 200 liegen, also 200,200, weil das Ding ist 150 groß. Ich tue noch mal eine Rasteinheit dazu, also 200,200. Halt, das Wort vertippt. Enter. So, jetzt haben wir das Limiten eingeschaltet. Und wir müssen noch mal gucken, beim Raster ist noch eingestellt, dass das hier übers Limiten hinausgeht. Hier Raster über Begrenzung anzeigen, das schalten wir aus.
Und dann ist das Raster nur auf unser Limiten begrenzt. Wir sehen hier, das geht bei 0,0 los. Und hier wäre jetzt der Schluss bei 200,200. Und der Witz ist jetzt, wenn Sie jetzt hier versuchen, außerhalb des Limiten zu zeichnen, werden Sie sehen, Sie können da gar nichts machen. Ja, da passiert überhaupt nichts, weil halt das Limiten aktiviert ist und dadurch können Sie nur innerhalb Ihres voreingestellten Zeichenbereichs zeichnen. Also hier geht das. Ein bisschen ausschalten in die ganzen Hilfsmittel. Ja. Aber sobald Sie versuchen, hier außen irgendwo zu klicken, geht das nicht. Sie können jetzt das Limiten auch deaktivieren, also rechte Maustaste, letzte Eingabe, gehe wieder aufs Limiten und sage jetzt hier einfach aus, jetzt ist quasi deaktiviert. Und jetzt können Sie theoretisch hier auch übers Limiten hinaus zeichnen. Das Raster allerdings ist immer noch eingestellt, dass es nur innerhalb des Limiten angezeigt wird. Das sehen Sie hier. Das habe ich jetzt hier deaktiviert. Rasterbegrenzung anzeigen. Wenn ich das wieder aktiviere, dann ist das Limiten quasi nicht vorhanden. Ja. Ich finde es manchmal ganz praktisch, wenn man es einschaltet, weil dann sieht er halt nur den Bereich, in dem man zeichnet. Ich würde es hier für Übungszwecke hier nochmal mit aktivieren, aber in der Praxis wird das kaum noch verwendet. Also ich wiederhole mal den letzten Befehl, einfach die mit der Pfeiltaste auf meiner Tastatur kann ich durch meine letzten Befehle hier zappen, Linie und Limiten. Gehe jetzt hier auf Limiten und schalte es nochmal ein. Und hier gehe ich nochmal auf meine Fangeinstellungen und sage hier, das deaktiviere ich. Damit habe ich jetzt hier einen schönen Zeichenbereich und mit dem werde ich jetzt hier arbeiten. Das sind also die Rastereinstellungen und die Fangeinstellungen sind wichtig, wenn Sie jetzt ohne Koordinateneingaben auskommen wollen. Ob Sie dann mit den Limiten arbeiten oder nicht, ist dafür eigentlich egal. Ja, das spielt jetzt keine Rolle in dem Sinne. Ja, das können Sie auch, wenn Sie so wollen, wieder vergessen. Aber Sie können aber auch Kollegen damit ärgern, die jetzt vielleicht noch nicht so viel AutoCAD-Erfahrung haben, denen so Limiten einstellen und die sich dann wundern, warum wir nichts zeichnen können. Ja, deswegen habe ich auch nochmal gezeigt, mit Ihnen, dass wenigstens nichts passiert, auch wenn Sie vielleicht das Limiten nicht verwenden. Ja, jetzt geht es darum, jetzt das Ding hier zu zeichnen. Dazu mache ich den Fang nochmal an und werde jetzt hier nochmal gucken. Ich habe jetzt hier eine Pull-Linie auf 0,0. Okay, wir haben jetzt ja alles eingestellt und die Linienfarbe soll blau sein. Das kommt über ein Layer, also das müssen wir nächstes Mal groß einstellen und fangen jetzt hier an, das Ganze zu konstruieren. Gehen also auf Pull-Linie und jetzt raste ich ein. Der erste Punkt, das soll dann dieser hier sein. Ich mache kurz das Fang aus. Also dieser hier, der wäre dann bei 150, also x100, y50. Machen wir das mal. Ich raste jetzt hier ein. Sie können dann hier unten das mit verfolgen, hier unten in dieser Zeile, wie die Koordinaten sind. Also 150, wenn das richtig angezeigt wird, einfach Klick. Jetzt fahre ich hier oben hin. Der nächste Punkt wäre jetzt bei 50. Also absolut natürlich wird ja angezeigt 50. Und Y wäre 100. Das passt auch. Fahre jetzt hier hoch. Fahre jetzt hier rüber. Fahre jetzt hier hin. Hier runter und gehe auf Schließen. Ja, Sie sehen, wenn Sie jetzt mit solchen Rastern arbeiten, können Sie auch ganz schnell dann Koordinaten einfach nur übers Klicken eingeben und müssen sich dann nicht die Tastatur bemühen. Ja. Vorausgesetzt, Sie haben sich ein vernünftiges Raster eingestellt. So viel dazu.